Naja, also dann, wir kamen nach Neapel. Dort ist dann ein Schiff, das als Lazarettschiff deklariert war, mit einem roten Kreuz drauf. Und die hatten Munition transportiert. Das ist durch Widerstandskämpfer aus Italien zur Kenntnis gekommen und das Schiff ist bombardiert worden. Und da mussten wir dann die Verwundeten ins Krankenhaus bringen. Also solche Dinge gab es ja. Schiffe als Lazarettschiff deklariert und Munition wird damit transportiert. Davon Neapel sind wir denn mit der Ju-52 nach Tunesien geflohen. Die Maschine dicht über dem Meeresspiegel, ist ja nicht hochgegangen, kamen wir rüber. Also der Verband, der vor uns geflohen ist, da sind einige Maschinen abgeschossen worden. Die sind alle elendig ertrunken im Mittelmeer. Rettung war ja da nicht möglich. Wir haben Glück gehabt, als wir darüber kamen nach Tunesien auf dem Feldflughafen. Was wollt ihr denn noch hier? Viele Leute, viele Soldaten, die jetzt zurückströmten, ihre Einheiten, die waren ja auch Trommel und so weiter, das war ja dann März, ab Anfang April, so weit. Die Rommelarmee, die hatte sich ja auch schon weit zurückgezogen. Naja, jedenfalls wir schnell. Und da kam auch solche Stimmung auf. Und unser Feldwebel, ein eingefleischter Nazi, der auch sagte: Denkt nicht hier, hier ist es so wie 1918. Wer hier aus der Reihe tanzt, der wird sofort umgelegt. Also so versuchte er seine Befehlsgewalt auch gleich fest in die Hand zu bekommen. Naja, also da, wir waren erst in der Kaserne in Tunis, da hatten wir Torwache. Wurde strafweise dazu eingeteilt, da waren wir auch mit bei. Und in Kairouan, da ist die Front zum Stillstand gekommen. Und wir dachten, na, wenn die Amerikaner jetzt weiterkommen, dann übergeben wir denen die Kaserne. Einen Widerstand werden wir da schon verhindern können. Aber daraus ist nichts geworden. Wir sind dann nachher eingesetzt worden in den Bergen, ich weiß nicht mehr, wie die Ecke hieß. Und beim Granatwerfer, die schießen ja aus dem Hinterhalt. Und wir wurden eingesetzt auf dem Plateau, wo der Amerikaner mit direktem Beschuss uns sehen konnte. Also regelrechtes Himmelfahrtskommando waren wir. Wo hätten wir da geschossen, wären wir auch gleich eben so bombardiert worden, hätten nicht überlebt. Und wir haben unseren Granatwerfer dorthin hier und dann so 20 Meter oder ich weiß nicht mehr wie viel, sagte, hier bauen wir uns jetzt so, dass wir uns eben vor direktem Beschuss etwas schützen können. Und wir haben eben Schuss abgegeben und unseren Granatwerfer, den haben sie völlig zerschossen. Also das war Himmelfahrtskommando, man wollte uns vernichten. Naja, wir sind danach ja zurückgezogen und
da, um das da kurz zu fassen, hatte ich dann auch mit einigen anderen gesprochen, ja, wir müssen uns jetzt absetzen. Aber zögert noch. Also man muss auch die Zeit sehen. Das war Ende April, am 10. Mai oder so was, kapitulierten die auch. Da waren dann noch Bedenken. Ja, da informieren sie hier nach Deutschland, der ist desertiert. Ich sage, das ist ja alle Quatsch, da haben sie ja keine Zeit mehr für. Aber da bin ich dann eben mit dem Otto Linke, mit dem in Gefangenschaft gegangen. Und zwar, glaube ich, am 30. April. Ich sage, Otto, am 1. Mai bleiben wir in den Bergen mal freie Menschen. Und dann am 2. Mai sind wir in Gefangenschaft gegangen, wurden von Marokkanern gefangen genommen. Aber jedenfalls wurden wir da den Franzosen übergeben. Und dann kamen wir nachher zu den Engländern, auch dann später zu den Amerikanern.